Ja, Jungs, ich bin hier wegen meiner Forderung. Habt ihr sie dabei? Nein, davor. Okay, wir müssen gehen. Aschera knallt auf uns. Provoziert euch. Okay, ihr beleidigt. Aber ihr werdet von jemandem provoziert, der definitiv unter euch ist. Aber woher wollt ihr denn wissen, dass wir unter euch sind? Kann ich dir gerne beantworten, Jim. Ja. Dann kämpf doch. Stark. Komm nicht heulen, komm. Stark. Stark. Wenn du das nicht kannst. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Alla Black Panthers. Ach du Scheiße, ja. Was geht ab? Was geht? Kann man dir helfen? So, ich wollte meine Forderung abholen, Jungs. Scheiße, was? Wieso habe ich hier Kopfschmerzen? Hey, yo. So, Jungs, ich bin hier wegen meiner Forderung. Habt ihr sie dabei? Was brauchst du? Wie viel? $200,000. Boah. Ich geb dir die auf Final, okay? Ist eigentlich 300.000 viel? Ja, geht, ne? Ja? Das ist schon genug, ja. Und drei Pistolen? Ja, das sind drei Leute, ne? Drei Knallen. Dach und vorbei. Ja, weil ich hab gerade mit Ding geredet, mit Santa Maria, und hab gesagt, die sollen uns drei Pistolen geben. Die sagten, das ist zu viel. Hä? Aber du darfst keine Pistolen fordern, mein Bester. Also Revers reitet dann bei euch an, ne? Ja. Oh. Hast du Pistolen gefordert? Ja! Scheiße! Ey, ruf mal Revers an, sag Leute, wenn der... Wer ist Revers? Wer ist das? Das sind die Stärksten, oder? Die Biker sind das, ja, ne? Diese Biker. Dann waren sie einfach unbewaffnet und wollten abgeknallt werden. Er sagte zu mir, knallt uns einfach ab. Wo? Nein, davor. Okay, wir müssen gehen. Aschera knallt auf uns. Digga, Aschera war vor der Tür gerade. Warum? Viel Spaß, pass auf beim Rausfahren. Okay. Leute, versteck dich, Nein, ich muss abgeknallt werden. Wir sind genau hier vorne. Ja, wenn ich abgeknallt werde, dann gibt's Krieg, das ist gut. Jetzt haben die Krieg in Aschera. Ey, Aschera ist auch bei Black Panthers. Komm, und du und ich. Wie in Private? Redest du? Ich mit dir. Wie redest du? Ich mit dir. Kalasch, wie redet der? Ey, wollt ihr nicht irgendwas sehen? Oder? Ey, geht mal alle vom Fahrzeug weg, bitte, die nicht reinlegen und so. Was ist hier mit dem Glatzkopf? Bist du fertig? Nein. Mit dem Glatzkopf? Hallo? Ja, hier sind viel zu viele Leute, warte doch. Okay. Hier, tu mal rein. Sind diese Asirets stark? Yo, Gentlemen, wer von euch ist Leadership da? Hier. Wie siehst du aus? Ich sehe karierten Hosen, ich hab Dreadlocks. Achso, komm mal mit. Wann kommst du zu uns? Gar nicht, ja. Am besten gar nicht, ja, am besten. Ich dachte, Javier kommt zu uns. Gucken wir mal alle durch, bitte. Wer ist Javier, Digga? Ich versuche mein Bestes. Ich glaube, das wird heute nicht mehr, ne? Soll ich euch das Handy zurückgeben? Ja, dann soll sie sich. Nein, behalt das. Dann soll sie sich morgen uns 20 Uhr bei uns entschuldigen. Ja. Easy, machen wir so. Entschuldigen. Wie entschuldigen? Nein, wie? Wir entschuldigen uns? Ich dachte, wir fighten. Schaut mal. Wenn die nicht wach ist, dann werde ich nicht in euch reingehen. Ich bin doch kein Vollidiot. Aber wenn die wach ist und dann da ist, soll sie sich entschuldigen und nicht jemand anders für sie. Bitte mal machen wir dann morgen, ja? Ja, das machen wir dann morgen. Aber ja, wenn jetzt gleich von euch was kommt, dann könnt ihr euch denken, was passiert, ne? Oder kommt alles, nichts. Nicht alles gleich, sowas, keine oder? Sorge. Alles klar. Keine Sorge. Ja, dann wisst ihr Bescheid, macht die Jungs los und dann gehen wir. Eigentlich tot peinlich, wo wir schon. Ab geht's. Heide, schon. Haut rein. Heide, haut rein. Ey, Emre, Leute. Heide, Grizzy, heide. Ihr müsst zu El Presi. Ciao, mach's gut. Du bist wohl zu El Presi oder sowas. Wer ist El Presi? Leute, kommt mit. Wohin? Wir müssen Geheer machen mit Santa. Achso, wir müssen Geheer machen? Mit Santa. Eigentlich war der Termin schon davor, aber dann haben wir mal geknallt. Ja. Okay, weil die beschweren sich beim Gericht, weißt du, hier gibt es auch so ein Gericht. Ah, also heißt das, wir haben... Ja, müssen wir müssen jetzt argumentieren, gut, Leute. Okay, das ist kein Problem. Ja, hier. Also haben die sich eingemischt, weil wir gegen Santa Maria gefightet haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder? Die sind bei mir. Alles gut. Danke. Nein? Aber die sagen doch gerade, wir müssen Kheer machen. Und nein, die, der nimmt uns doch gerade mit.
Oder unnötige Ballerei. Ja, das war wirklich gerade unnötig. Ja. Aber passiert. Es wird noch, aber es dauert, Digga. Wir haben ja, zu schnell wieder hochgearbeitet, weißt du? Wir hätten niemals Camper machen dürfen gegen größere Familien. Wir hätten uns hocharbeiten müssen. Wie lange ist Tarek gebannt? War der Gier, Digga. Ich sag ehrlich. Ja, aber Tarek war doch an dem Tag da. Tarek wurde nicht gebannt wegen Modding. Er war doch an dem Tag sogar IC. Ihr könnt... Hä? Ja, stimmt. Tarek, wurde Tarek heute gebannt oder... Wovon redet ihr? Tarek war doch da. So, auf jeden Fall. Als erstes würde ich sagen, dass hier bitte mit Respekt geredet wird. Nicht beleidigt oder sonst was. Ihr könnt es untereinander klären, was auch immer Sache ist. Ihr könnt beide zu Wort kommen. Am besten, wer will anfangen zu reden? Gerne kann, wenn du da anfangen. Warum sie überhaupt bei mir waren. Wer hat denn dieses Gespräch hier einberufen? Tatsächlich, glaube ich, war das Nummer uno. Ja, also mehr ich, ja. Dann oder solltest du anfangen, was dein Begehr ist. Wir sind hier, weil eine Forderung gestellt wurde. Ja. Die meines Erachtens keinen Sinn ergibt. Okay. Wie lautet die Forderung? Warum wurde die dir gestellt? Anfangs wurden an meinem Anwesen 300.000 gefordert. Ja. Zwei Gründe davon will ich gar nicht nennen. Und der andere Grund ist, dass bei einem Ammunition jemand von meinen Männern etwas gegessen hat, laut Vendetta aber irgendwelche Drogen zu sich genommen hat. Das war die Forderung. So wurde es an meinem Anwesen gesagt. Ja, wollt ihr was dazu sagen, Vendetta? Selbstverständlich. Wir wollten nur, dass er ausspricht. Nicht, dass wir ihm ins Wort fallen. Ich bin zu Ende, vielen Dank. Ja, das stimmt. Wir möchten eine Forderung. Tatsächlich sind die Gründe aber etwas anders. Es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer uno. Sie wurden erwischt mit unseren Farben, wodurch das Ganze dafür sorgen kann, dass andere Leute, wenn sie irgendwas mit unseren Farben anstellen, auf uns zurückkommt. Das ist die erste Sache. Kann man besprechen. Kann man klären. Die zweite Sache ist, dass wenn man einen Kampf führt, das, was sie in ihren Taschen besitzen, uns gehört. Und selbst, wie sie es sagen, das Essen. Und die dritte und schlimmste Sache ist, dass man respektlos zu unserem Zwölfer war. So respektlos, dass der Zwölfer wütend war. Und wenn unser Zwölfer wütend ist und wir nichts dagegen tun, dann sind wir schuld, wenn er seinen Hass an uns rauslässt. Okay. Und habt ihr das versucht, auch mit einem Gespräch zu klären oder sie darauf hinzuweisen? Oder selbstverständlich. Was ist dabei rausgekommen? Beim ersten Gespräch war ich nicht dabei. Doch auch dort kam das Gespräch dazu, dass mehrere Männer von Santa Maria fallen mussten. Denn es war sehr respektlos. Daraufhin bin ich hingefahren. Habe auch dort nochmal versucht, ein Gespräch zu führen. Habe ihnen gesagt, okay, passt auf. Um das Ganze zu vergessen, sehen wir es ein, wenn ihr euch einfach bei unserem Zwölfer entschuldigt und eine gewisse Summe bezahlt. Als Zeichen, dass ihr versteht, dass einer eurer Männer Scheiße gebaut hat. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich die Entschuldigung in meinen Arsch, in mein Kulo reinschieben kann. Auch hier habe ich nicht geschossen und sagte, ihr bleibt so lange am Anwesen, bis ihr verstanden habt, dass es ein Fehler ist, so mit uns zu sprechen. Auch hier wurde nicht auf uns gehört. Sie sind rausgefahren. Wir haben sie erwischt. Es kam zu einem kleinen Schussgefecht, wobei ich sagen muss, dass sie nicht zurückgeschossen haben. Ja gar, es wollten, dass wir auf sie schießen. Und man sagte mir noch hier, wir haben nichts. Wir können nichts bezahlen. Also sagte ich, okay, wir kommen euch entgegen. Und haben so eine geringe Summe gefordert. Ja gar, dass es gefühlt geschenkt war. Denn wie er schon selber sagt, $40,000 ist 45. Nichts. Dann eben 45. Wenn man selbst das nicht ist, bereit ist zu geben, dann möchte man diesen Konflikt, welches wir nicht wollen. Okay. Jim. Also, du wolltest dich nicht für... Also, waren da Respektlosigkeiten von deinen Männern? Was ist so? Ich sag mal so. Das erste Mal standen die an meinem Anwesen. Dann haben die mir gesagt, dass jemand von meinen Männern deren Sachen anhatte heute beim... Ja, okay. Am Dingens. Ja. Daraufhin wurde direkt gesagt, wir fordern 300.000 in 15 Minuten. Ich habe denen gesagt, dass sie von mir gar nichts kriegen. Dass die mich mit sowas hier in Ruhe lassen sollen. Die Situation wurde aufgelöst. Keine Ahnung, wie du das denen beibringen willst. Aber dann hat er gesagt, wir kommen gleich in 15 Minuten. Dann habe ich gesagt, dann bringst du direkt komplett alles? Die Bühne. Dann haben wir das schon mal. Ja, die erste Situation, wo wir geschossen haben, wo du noch nicht dabei warst. Daraufhin lagen wir auch. Weiter nicht, wo du geredet hast. Ah, okay. Wo ich hochgeholt wurde vom Mediziner, stand dann der liebe Lloyd vor meiner Tür. Ja. Er wollte mit mir reden. Hatte mir nochmal ein paar andere Gründe dazu genannt. Wir wiederholen uns, Dicker.
Der einzige Grund, der realistisch ist, ist das, dass einer von meinen Männern beim Ammonation etwas gegessen hat. Und die Beleidigung gegenüber unserem Zwölfer. Warte doch mal. Diese Beleidigung, die war auf dem Heimweg von einem GW, wo ihr neu in der Stadt wart, wo ihr auf die Farbe Blau gestiegen seid. Ich habe zu meinen Männern gesagt, scheiß drauf. Wir hatten diese blaue Farbe jetzt lang genug. Wir lassen die gerne Vendetta. Ich habe sogar ein Gespräch mit euch gesucht, wo ich abgewiesen wurde von einem eurer Männer. Wir haben die Farbe Blau schon geändert zu Schwarz-Gold. Die Autos sind schon geändert, die Klamotten werden gerade geändert. Das heißt, wie gesagt, der einzigste Grund, wofür ihr diese 300.000 gefordert habt, ist ganz logischerweise nur der Grund, dass mein Mann gegessen hat. Du beziehst dich immer noch auf die 300.000 Dollar. Guck mal, darum geht's aber nicht mehr. Nein, das Problem ist, wer zu mir kommt und wegen so einem Grund 300.000 fordert, der will diese 300.000 gar nicht. Der hat irgendwas anderes vor. Es geht darum, was ich zu dir sagte. Was du zu mir sagtest? Richtig. Und ich bin dir entgegengekommen. Du sagtest zu mir, dass ich mich entschuldigen soll und du mir entgegenkommst, indem du sagst, ich soll dir ein Angebot machen. Daraufhin sagte ich, kein Problem, ich gebe dir eine Pistole. Aber das bezogst du auf lächerlich und wolltest drei haben. 100%ig ist es lächerlich. Warum ist das denn lächerlich? Man sagt eine Pistole deswegen, um einen niederzumachen. Sozusagen, du kriegst gar nichts. Hier, das werfe ich dir so ins Gesicht. Und trotzdem habe ich nichts dazu gesagt. Ich habe es akzeptiert, dass von 300.000, wie du es so mehrmals sagst, auf lächerliche 45.000 Dollar ist, was nichts ist, für das, dass unser Zwölfer beleidigt wird, für das, dass ihr irgendwelche Farben von uns anzieht, wodurch wir in Konflikte kommen können, für das, dass du mich beleidigst. Aber diese Farbengeschichte war doch genau andersrum. Die haben nicht eure Farben angezogen, ihr habt unsere Farben angezogen. Oder sehe ich das falsch? Du siehst das falsch. Jeder hat seine eigene Ansicht. Ja. Also Fakt ist, dass ich mit Sicherheit nicht einsehe, dass ihr zu meinem Anwesen kommt und direkt eine Forderung stellt. Damit wir das ein bisschen hier verkürzen. Die Farben wurden geändert, richtig? Korrekt. Das heißt, dieses Farbenthema ist ja sozusagen beendet, oder, Vendetta? Oder wollt ihr noch irgendwas mit diesen Farben sagen? Die haben ihre Farben geändert, die haben die Farben abgelegt, haben sich neue Farben machen lassen. Ist ja alles schön und gut. Dann geht es um die Sachen von der Respektlosigkeit und von dem Beleidigen des Zwölfers bis auf das, was gegessen wurde, richtig? Korrekt. Ja, und ich würde auf jeden Fall gerne was zu der Beleidigung oder Respektlosigkeit sagen, wie du ja meinst, wo du natürlich nicht dabei warst, Leute, und wir respektvoll geredet haben und ein Mann von uns ein Versehen ins Wort gefallen ist. Gut, dann werde ich ein Beispiel machen an die Revas, an den Präsi von den Revas. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. So wie ich das verstanden habe, seid ihr momentan die unschlagbare Truppe hier. Ihr fahrt durch die Gegend. Irgendjemand kommt, provoziert euch. Okay, ihr beleidigt, aber ihr werdet von jemandem provoziert, der definitiv unter euch ist. Lässt du dir das gefallen? Das Problem ist, dass also ich sag dir ehrlich, diese Sache unter euch oder sonst was, sowas gibt's bei mir nicht. Wenn eine Familie, ich behandle jede Familie gleich. Egal, ob das jetzt eine Familie ist, die meiner Stärke ist oder schwächer ist als ich, das ist mir egal. Sag ich dir ganz ehrlich, es gibt keinen unter mir oder über mir, gibt's nicht. Ich behandle jeden Menschen gleich, mit gleich viel Respekt. Ich werde niemanden unterdrücken oder sonstiges, das weiß auch jeder in der Stadt. Und ich verstehe deine Ansichten, ich verstehe, warum du so gehandelt hast, aber ich glaube, man hätte das in einem vernünftigen Gespräch mit dem Zwölfer von Santa Maria alleine, vielleicht unter vier Augen, ordentlich klären können. Weil es gibt immer Männer, die mal reinrufen, provozieren oder sonstiges. Natürlich sollte man diese unter Kontrolle haben. Geht aber manchmal nicht, wenn es ein hitziges Gespräch ist. Und deswegen sollte man sich vielleicht separat dann unterhalten, das versuchen aus der Welt zu schaffen. Und wenn es dann keinen Ausweg mehr gibt, erst schießen, meiner Meinung nach. 100%ig. Nicht aber, wenn mehrere Sachen dann dazukommen. Wir wissen beide, dass es nicht, also sowohl Santa Maria als auch ich, wir wissen beide, dass es nicht Essen war. Es wurde bewusst, die Drogen wurden bewusst zu sich genommen. Wir spielen aber gerne dieses Spiel mit, dass es Essen war. Aber woher wollt ihr denn wissen, dass wir unter euch sind? Kann ich dir gerne beantworten, Jim. Mhm. Ja. Dann kämpf doch. Stark. Komm nicht heulend zu uns. Stark. Nimm deine Waffen in die Hand. Stark. Wenn du das nicht kannst, dann... Genau so. Kenne deinen Platz. Genau so. Auch mal Scheiße fressen. Okay. Wow, wow, wee, wow. Wir sehen uns.
Wey, yo, wey, yo! Gut, dann hat sich das ja erledigt hier.